Dann willkommen zu einer Wiederaufnahme die Pur in diesem Video Mickey Mouse Magazin Nummer 10. Mit einer Entenhausen Stars Figur, einem Riesenflummi und einem Star Wars Trading Cards Pack. Ja, und das öffne ich jetzt kurz. So, das ist geöffnet. Ich muss ganzen Sachen ab. Da einmal der Riesenflummi. Dann ist hier das Pack. Und ich glaube, ich habe schon irgendwas bei der Mickey Maus kaputt gemacht, weil ich das gerne, wenn das zerrissen ist. Da und hier die Figur. Ja. Da. Und die Figur und das Star Wars Pack kommt am Ende des Videos, weil jetzt kommt schon mal der Riesenflummi und den öffne ich jetzt. Ist er. Ist richtig. Irgendwie ganz schön glibberig ist er auf jeden Fall. Hat er irgendwie das da noch? Ich glaube, das ist zum Aufblasen für den. Steckt man das so rum rein oder andersherum? Ich habe keine Ahnung. Wie man den reinsteckt. Ja, irgendwie muss man das und dann kann man das aufblasen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Oder muss das. Oder hier? Nee. Ach, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, so sieht er aus. Wenn man den nicht aufgeblasen hat. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Heft und danach zu den beiden Sachen. Ja, aber jetzt ist mal das Heft. Ja, und ich habe das Heft kaputt gemacht. Ich habe es zerrissen. Wahnsinn. Ah, wird man wieder mit einem Abo begrüßt. Nein, danke. Weg mit dem Abo. Und dann gucken wir uns das Heft jetzt wirklich an. Oh, und hier ist noch was drin. Ein Probepack von Pokémon Sonne und Mond. Grauen der Lichtfinsternis Probepack ist hier noch drin. Ja, das muss ich auch noch rausnehmen. Einmal kurz. Ach, immer diese Packs, die so richtig blöd beklebt sind, deswegen meine ganze Seite zerreißt. Ah, schön. Ja, das kommt auch am Ende des Videos. Also da kommt noch ordentlich was am Ende des Videos. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Heft. Oh ne, mehr, das war's jetzt auch. Ja, und beim nächsten Mal ist ein cooler Drachenshooter drinne mit drei Pfeilen und das ist ab 18. Mai im Handel. Ja, das war's jetzt vom Magazin schon mal und von dem Flummi. Jetzt kommen noch diese drei Sachen. Und ich glaube, ich fange da mit dem Pokémon-Probe-Pack, fange ich als erstes an. So, dann ist es hier. Mal gucken, was da drin ist. Ja, die Kartenliste. Und dann ist als Karte drin Gramokles. Psiao. Und Froxy. Das war's vom Pokémon-Pack schon. Jetzt machen wir als nächstes das Star Wars Trading Cards Pack. Da ist drin Chewbacca,
Rey's Vision. Luke Skywalker. Also, ich glaube, so eine Puzzlekarte ist das. Und eine Glitzerkarte, und zwar Glitzerkarte Rosé. Und jetzt kommt noch die Duck Entenhausen Stars Figur. Mal gucken, welche da drin ist. Es ist Daniel Düsentrieb. Ich wollte nur mal sagen, in einem Video hatte ich ja schon mal eine Entenhausen Stars und da war genau der gleiche drinne. Jetzt habe ich ihn zweimal. War toll, jetzt habe ich zwei Daniel Düsentriebs. Ganz toll. Als wenn ich irgendwie gewusst hätte, dass der gleiche da drinne ist. Warum ist da schon wieder der gleiche? Da ist auf jeden Fall auch so ein Mini-Comic bei. Ja, schon wieder Daniel Düsentrieb. Naja, egal. Das war jetzt vom Mickey Mouse Magazin Nummer 10. Wenn es euch gefällt hat, bis zum nächsten Video. Ciao.